Schaut euch das an. Ein neuer Kraton. Maßstab 1 zu 8. Mein anderer Kraton, der ist im Maßstab 1 zu 5. Falls ihr euch nicht mehr an den erinnern könnt, ich blende euch hier mal ein paar Aufnahmen ein. Der Kraton hier, der ist nicht nur ein bisschen kleiner, sondern das ist die EXB-Version. EXB steht für Extreme Bash, hat einige verstärkte Teile verbaut, damit er eben stabiler ist. Und außerdem ist das Ganze ein Roller. Das bedeutet, da drin ist keine Elektronik verbaut. Also brauchen wir einen Motor, einen Regler, ein Servo und. Bevor ich den jetzt auspacke, muss ich noch eine Sache nachholen, die ich vergessen habe. Yo, Freunde, was geht ab? Da ist er. Sieht, finde ich, richtig geil aus. Und ansonsten 1,8er Maßstab. Das Ding ist auch noch ziemlich groß. Schauen wir mal unter die Haube. Ja, und wie ihr sehen könnt, ist da absolut nichts drin. Ich bringe den jetzt zu Zaberstus rüber. Und dann wird er euch ein bisschen was erzählen. Die Komponenten einbauen, die wir uns ausgesucht haben. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr jetzt kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr keine Videos und ich erreiche 1 Million Abonnenten. Servus Leute, was geht ab? Wir haben einmal hier den Kraton EXB. So, ich habe lange überlegt, was machen wir da für eine Motorräder-Kombo rein. Ist ja normal ein 6S Auto, man kann mit dem nur 8S fahren, ist aber halt auch, muss nicht sein, aber kann man, ne? Und da haben wir uns überlegt, wir haben ja neulich den X1 gecrashed. Und da habe ich mir immer gedacht, dann schlachte ich den mal komplett aus, weil der hat einen 1650 kV Motor. Es ist schon ein riesen Oschi, sage ich mal. Kann man auch mit 8S fahren. Der Regler, der im X1 drin ist, ist von Castle Mamba Monster 2 6S Regler. Ist auch top, das Teil. Ja, dann klatsche ich das alles mal rein und dann werden wir eine Probefahrt machen mit dem Ding. Ja, das ist auch schon mal sehr gut. Das Lochbild, das passt. Das ist auch bei dem Motor, ist auch nur ein Lochbild drauf. Die meisten Motoren haben zwei. So, muss mal gucken. Boah, ich hoffe, es reicht mit den Kabeln. Doch, ich denke, das sollte aber reichen vom Abstand her. Hoffentlich klappt das alles so, wie ich mir das vorgestellt habe. So. Probieren erstmal ein 17er, würde ich mal sagen, aber es kann schon sein, dass da ruhig ein 20er Ritzel rein kann. Natürlich, die Armerritzel passen nicht so schön auf andere Wellen, da müssen wir die Welle hier ein bisschen wegfallen. Aber ich guck mal, ob ich... Hier ist ein 19, ne, was ist das, 20? Hier ist ein 19er Ritzel, das geht drauf. Probieren wir es mal mit einem 19er Ritzel. Wird schon schief gehen, ne? Na komm. Kriegen wir dich einfach so rein oder müssen wir hier noch was entfernen? Nein. Das hier stört. Schrauben wir die kurz mal ab. Hier die seitliche Verkleidung. Schon ein bisschen sauber hier. Ein bisschen Öl, ein bisschen Fett. So, jetzt müsste der dicke Motor hier auch reinpassen. Ja, das tut er. Ritzel ungefähr ausrichten und dann das Ritzel festziehen. Und dann kann man den Motor endgültig festschrauben. So. Hört sich gut an. Das Geile nämlich ist, der Regler, die originale Halterung, das, so wie es aussieht, passt das alles. Das heißt, ich kann den ganz einfach festschrauben, so wie das auch halt vorgesehen ist. Und habe ich mich zu früh gefreut oder was? Der Schalter hier. Das mit dem Schalter ist nicht schön. Ohne Schalter passt das Teil perfekt rein. Das heißt, wir machen den Schalter woanders hin. Im Prinzip kann man auch
diese beiden Kabel hier einfach zusammen machen, zusammenlöten. Und wenn man die Batterie ansteckt, geht der Regler an. Ist auch kein Problem. Braucht man nicht hier diesen Schalter. Ich hoffe, der kleine Traxxas-Empfänger passt hier auch noch rein. Ja, sieht gut aus. Ach, fällt mir was ein. Ich muss die Box komplett losschrauben, da wo der Empfänger drin ist, weil Traxxas-Antenne, seht ihr das? Hier ist ein Metallstück, das kann ich nicht knicken. Habe ich auch noch nicht gesehen, noch bei keinem Auto eigentlich, aber Traxxas hat das. Geht mir doch nicht auf den Sack, Mann, ich habe doch gekündigt, ihr braucht mich nicht tausendmal eine SMS schicken oder mich tausendmal anzurufen, ob ich das Vertrag verlängern will oder nicht, Mann. Ich habe doch gekündigt, Punkt. Reicht doch auch. Meine Fresse. Ungelogen, die haben bestimmt schon in den letzten 2 Monaten 20 Mal zurückgerufen. 20 Mal, ich lüge nicht. Ob ich mir doch anders überlegt habe. Ey, Mann, oh Mann. Dann habe ich auch noch gefragt, hier, was soll denn das? Lass mich doch mal in Ruhe. Ja, Sie sind ein guter Kunde, wir möchten Sie nicht gehen lassen. Oh, 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 oh. Habe ich mir auch ins Fäustchen gelacht. Mann, oh Mann. Also so schlimm war das noch nie. Da haben wir das Ding. Hier muss nämlich die Antenne noch durch. Oh, Johnny, müssen wir eine neue Schere kaufen. Ach so, ja, falls es viele immer noch nicht mitbekommen, Johnny ist mein Bruder. Und falls man mich irgendwo im Video sehen sollte, ist das auch nicht so schlimm. Also, ich habe nicht vor, mich zwar zu zeigen, aber falls man mich irgendwie so ein bisschen sieht, ist es halb so schlimm. Aber jetzt extra mich vorstellen oder so richtig, das brauchen wir nicht. Die Schere schneidet nicht. Müsste gehen. Ja. Deckel geht zu. Dann kann ich den Empfänger hier schön festdrücken. So, die Antenne kommt hier so durch. So, Empfänger ist drin. Jetzt mache ich ein Servo rein. Und dann nach hinten. Wieso passt es nicht rein? Ah, doch. Millimeter. So, jetzt können wir das wieder reinmachen. Ich hab da noch 2 Spektrum-Batterien rein. Ja. Einmal, zweimal. So, dann lassen wir das mal laden. Der Empfänger ist nicht verbunden. Fehler war auf jeden Fall, die Traxxas-Empfänger, die haben 2x Channel 1, quasi 2, also man kann 2 Servos anschließen. Das hatte ich falsch angeschlossen zuerst. Aber das nächste Problem war, dass der Servo, warum auch immer, irgendwie funktioniert er nicht mit dem Traxxas-Empfänger oder das Ding ist Asche. Ich weiß es nicht, das ist eine Fahrt alt. Und schon ist das Ding anscheinend Asche. Ich weiß nicht, machst du Traxxas-Servo dran? Lenkung geht. Fahren tut er auch. Ich werde jetzt noch ein paar schöne Sachen hier machen. Hier die Kabel nochmal richtig hier befestigen. Ja, ansonsten ist er fertig. Dann sehen wir uns gleich draußen. Und er läuft. Als erstes vielen Dank, Zerberstus, für deine gute Arbeit, wie immer. Gerne doch. Und als zweites machen wir jetzt einen Speedtest. Bin gespannt, wie schnell er mit den Komponenten jetzt rennt. Das waren jetzt schon mal 81. Starten wir das GPS-Gerät nochmal und ich denke, da geht noch was. 2. Speedrun. Das war Vollgas jetzt. Nicht schlecht.
101 km/h ist auf jeden Fall schon eine Hausnummer und der ist auch recht stabil gefahren, fand ich. Komm, bashen wir mal ein bisschen. Mann, Freunde, wir haben echt dickes Problem und zwar, wie es aussieht, ist der Servo kaputt. Lenkt mal. Alter! Junge, Zerberstes will mich hier umbringen. Er ist auch gar nicht so fest, aber ich glaube, das gibt einen schönen blauen Fleck, du. Also der Servo, der ist einfach zu schwach. Mein Bein tut weh. Ich habe keinen Bock mehr für heute. Ein weiteres Video zum Karton folgt noch. Peace.